Martin Heidegger kommt von seiner Biografie her, und mir ist es auch immer ganz wichtig, oder ich möchte euch das mitgeben, dass man bei den Philosophinnen und Philosophen auch immer auf die Biografie schaut, das heißt, wo kommen die her, was ist sozusagen ihr Lebensweg gewesen. Und Martin Heidegger hat vorher Theologie studiert. Dieses Theologiestudium hat er dann aufgegeben, aufgrund einer persönlichen Krise, wie auch immer man das nennen möchte, und ist dann bei der Philosophie gelandet. Und wenn man jetzt vorher Theologie studiert hat, ist es natürlich so, dass man in der Art und Weise, wie Theologinnen und Theologen denken, eingeführt wird. Und das ist sehr stark orientiert eben an Thomas von Aquin. Das heißt, wo man sich mit diesen großen, schweren Begriffen des Absoluten, des Göttlichen, des Seins und so weiter einfach auseinandersetzen und beschäftigt. Und der zentrale Begriff, den Heidegger in seinem frühen philosophischen Schaffen ausdrücken wollte, war der Begriff der Sorge. Und er schreibt in seinem Buch Sein und Zeit, dort erzählt er eine Fabel. Und zwar hat die Göttin Cura, das ist die Sorge im Lateinischen, die hat einen Fluss überquert und findet auf dem anderen Ufer findet sie Schlamm und Ton und beginnt aus diesem Schlamm und Ton eine Gestalt zu bilden. Und diese Gestalt schaut dann aus wie ein Mensch. Und dann denkt sie sich, da könnte man doch was draus machen, um das jetzt so einfach zu erzählen, und bittet Jupiter, ob er denn dieser Gestalt nicht Geist einhauchen kann. Das macht der Jupiter, dann lebt der Mensch. Und als nächstes beginnen die beiden Götter, also die Göttin der Sorge und der Jupiter, natürlich sich darüber zu unterhalten, wie sollen wir denn dieses Menschlein, wie sollen wir denn das nennen, wie soll es denn heißen? Na, die beiden kommen natürlich auf keinen grünen Zweig. Als nächstes taucht auf die Göttin Tellus. Tellus ist die Erde und sagt, Moment einmal, du hast ja dieses Ding aus mir gebaut, also habe ich genauso ein Anrecht darauf, bei der Namensgebung beteiligt zu sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt dann drei Götter, die sich nicht einigen können, dann gehen sie zum Saturn. Und der Saturn trifft eine weise Entscheidung und er sagt, nachdem Jupiter diesem Wesen Geist eingehaucht hat, soll ihm nach dem Tod die Seele gehören. Der Körper kommt zurück auf die Erde und als Schöpferin hat Cura, also die Sorge, Macht über dieses Lebendige, solange es lebt. Das heißt, der zentrale Begriff bei Heidegger, was das menschliche Leben betrifft, ist, dass wir uns sorgen. Und wie kann man das jetzt genau erfassen? Er sagt, wir sind jetzt nicht so etwas wie ein Organismus, ja, sondern wir sind wesentlich in der Welt sein. Das heißt, das, was wir wahrnehmen, jeder und jede von uns, ist eine ganz eigene Welt. Und worum wir uns bemühen, ist, dass wir in dieser Welt unser Dasein, das ist eben so ein ontologischer Begriff, unser Dasein verwirklichen. Also der Grundmodus von uns Menschen ist, dass wir uns sorgen und dass die Sorge uns ein Leben lang begleitet. Woher hat denn Heidegger diesen Begriff her? Er hat den von seinem Lehrer Husserl. Bei Husserl war der Versuch, den Menschen zu fassen als, wir sind immer intentional, das heißt, was wir wahrnehmen, was wir spüren, was wir fühlen, das sind immer so Einzelheiten, auf die hat Husserl bezogen. Heidegger geht einen anderen Weg und sagt, für ihn ist wichtig die Ganzheit. Das heißt, die ganze Welt, in die wir eingebettet sind, das Ganze, und das ist die Sorge. Und jetzt kann dieses Dasein, das jeder von uns ist, wie Heidegger das behauptet, kann dieses Dasein im Sein, und zwar ist es die Welt, sich realisieren und verwirklichen, indem wir tun. Also wir haben auf der einen Seite die Macht, weil jeder und jede von uns seine und ihre Welt gestaltet. Auf der anderen Seite sind wir aber als Körper von der Natur, von dem Äußeren abhängig. Also einerseits wollen wir unser Dasein verwirklichen und auf der anderen Seite haben wir die Sorge, dass das ja auch nicht immer gelingen kann. Und die Selbstsorge ist dabei nach Heidegger der wesentliche Punkt, worum sich das Ganze dreht. Also das wesentliche Moment des menschlichen Lebens ist nach diesem Denker die Sorge um sich selbst. Und was sich daraus ergibt, wenn sich jeder um sich selber sorgt und wenn jeder sein Dasein in sein verwirklichen möchte, darauf gehe ich dann im nächsten Punkt ein bisschen genauer ein.